Das erste Mal, dass der Soziologe Heinrich Best für ein empirisches Gutachten eine derart emotionale Überschrift gewählt hat. Gemischte Gefühle, Thüringen nach der Flüchtlingskrise. Die Brisanz der Aussage trifft den Nerv der Studie. Das verweist eben darauf, dass wir bei einer Mehrheit der Befragten, das kann man schon aufgrund der Befundlage sagen, eine ganz, in vieler Hinsicht widersprüchliche Gemengelage haben von Haltungen, Einstellungen, Meinungen zum Flüchtlingsthema. So sind einige Aussagen sehr ambivalent. 79% sind für legale Einreisemöglichkeiten. Aber im Gegenzug fordern 72% die Einführung einer Obergrenze und 81% die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Zitat: Gutmensch und Dunkeldeutsch in einer Person. Beides sozusagen existieren also dann große Mehrheiten, und durch eine einfache Kopfrechnung kann man ja dann sozusagen dann daraus erschließen, dass diese Positionen bei vielen Befragten zugleich vorliegen müssen. Eine weitere Überraschung ist der Rückgang der Zustimmung zu neonationalsozialistischen Aussagen. Waren es im letzten Jahr noch 24, so liegt die Zahl heute bei 16%. Warum ist das zurückgegangen? Also wir beobachten zunächst einmal tendenziell einen Rückgang des Rechtsextremismus seit Mitte des letzten Jahrzehnts. Und wir bringen das in einen Zusammenhang mit dem Rückgang der Arbeitslosigkeit und einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation im Lande. Beim Thema Demokratiezufriedenheit fühlen sich 2/3 von der Politik nicht ausreichend vertreten. Laut der Studie liegt die Ursache hier in der Umsetzung des politischen Handelns, was derzeit die Probleme eher abarbeitet. Fazit: Die Flüchtlingskrise hat bei den Thüringern nicht für eine Radikalisierung gesorgt. Dennoch braucht es zukünftig mehr Antworten für eine gemeinsame Lösung.